Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge wollten wir uns eigentlich um ganz andere Quests kümmern und sind dann plötzlich ins Housing-System reingerutscht und haben jetzt unsere eigene Festung, wo wir jetzt auch gerade drauf sind. Und seht es euch nur an. Irgendwie konnte man auch die Weitansicht machen. Ich habe wieder alles vergessen. Es sieht einfach nur wunderschön aus. Platzierung, Garderobe, Fernsicht, genau. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wir hier haben. Es ist einfach sehr schön. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da oben hin. Was ein bisschen schade ist, dass man hier nicht reiten kann. Oh nein, jetzt habe ich... Hoppala. So, oder kann ich hier doch reiten? Ach, ich kann hier doch reiten. Ah, dann habe ich wahrscheinlich das Falsche geöffnet gehabt beim letzten Mal. Ich Idiot. So, Moment, was bist du? Reparateur. Oh, dich brauche ich mal kurz. Ja, ja, ja. Alles reparieren, bitte. Genau. Und dann kann ich hier wieder rausgehen. So, jetzt zeigt er mir... Nee, ein Handwerks... Ein Werkzeug ist beschädigt. Das repariert er dann nicht, oder wie? Das ist jetzt blöd. Moment, das holen wir mal kurz ab hier. Zack. Gesammelt. Das können wir auch noch abholen. Tritt einer Gilde bei? Ja, haben wir ja schon gemacht. Warum dürfen wir das nicht abholen? Ich weiß es nicht. Schleifen und so weiter, das kommt dann wahrscheinlich jetzt demnächst. Das können wir auch noch abholen. Ist das denn verbuggt? Weil wir sind ja schon in einer Gilde drin. Müsste man das ja normalerweise jetzt auch machen können. Du bist Umtauschgebäude herstellen. Was ist denn mit dir? Ach, da kann man dann... Ah, also man kann zu den einzelnen Leuten anscheinend hingehen. Oder man kann das Ganze über die Übersicht machen. So verstehe ich das jetzt gerade. So, Markthändler, Post. Ich würde gerne schon alles nachschauen. Weniger als eine Minute. Nutztierschutz. Ich möchte erstmal mit ihr reden, weil nachher sagt sie mir irgendwas. Oder? Moment. Nach der Beendigung des Verwaltungs... Verlasse das Lager und begib dich zur Expeditionsstation. Ach so, dürfen wir das doch schon machen? Nee, ich habe doch immer noch kein Schiff. Das kann ich doch immer noch nicht machen. Mit wem muss ich denn hier reden? Leute, ach, jetzt auf einmal kann ich... Welche Erleichterung. Ich war ein wenig besorgt um die Expedition, weil wir nicht genug Matrosen hatten. Aber Lord Moronto kam zur rechten Zeit zur Hilfe. Sie haben auch verschiedene Gegenstände mitgebracht, die für den Betrieb der Festung erforderlich sind. Da der Karren hier ist, können sie auch nicht weit sein. Lord Karl scheint sehr gütig. Ja. Danke, dass ihr den weiten Weg gekommen seid, Lord Karls. Sagt mir, was hat es damit auf sich, dass das Königsritter eine Festung erhält? Karls Moronto kann eine solche Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Diese Matrosen, die ich vom Hafen mitgebracht habe, sollten eine große Hilfe sein. Lord Karl scheint sehr gütig zu sein, oder? Die Person, die gerade zu Besuch kam, war Lord Karls vom Wellenstrandhafen. Er wird euch eine große Hilfe sein, Fürstin Mondgöttin. Dann werde ich nun die Expeditionen erklären. Die Expedition kann als Haupteinnahmequelle der Festung betrachtet werden. Dazu werden Matrosen auf Missionen entsandt. Expeditionen setzen voraus, dass zunächst Schiffe und Matrosen in der Festung registriert werden. Dazu müssen die Matrosen Bewerbungsformulare im I-Inventar ausgefüllt werden. Diese Formalitäten sind leider notwendig. Schiffe und Matrosen, die nicht registriert wurden, können nicht auf eine Expedition entsandt werden. Okay. Ich habe eine Piratenmünze bekommen. Das heißt, ich muss jetzt... Wo habe ich denn jetzt... Zenit. Lopangs Mitarbeiter des Jahres. Man sieht ihn nie ohne ein fröhliches Gesicht auf den... Lächeln auf dem Gesicht. Aber ihr wisst schon, dass das eine Frau ist, ne? Weil die hat eindeutig Brüste. Okay, verwenden. Kann ich die verwenden? Möchtest du Festungstruppen Bewerbungsmaterial Zenit benutzen, um eine Mannschaft anzuheuern? Ja. Möchte ich.
Können wir die zusätzlich anhören? Ich hoffe es doch. Ja. Okay. Und wir haben nochmal eine Kiste bekommen. Was ist das denn? Herstellungsbeschleunigungschip? Okay, aber die lassen wir jetzt erstmal noch zu. Was ist das denn hier? 1000 Aktionsenergie in der Festung. Ja, wir haben aber weniger, die wir jetzt ausgegeben haben. Das lassen wir erstmal. So, dann gehen wir mal hier dran. Ob das jetzt funktioniert. Nee, wir haben ja immer noch kein Schiff, ne? Moment, was müssen wir denn jetzt machen? Steuerung 1, wähle das Labor. Wo ist denn das Labor? Da. Schließe die Erforschung. Baus der Bella Lucia ab. Das hier. So. Ah, da kann ich das Schiff mitbauen. Ja, geil. Gut, 14 Sekunden sind jetzt auch nicht so besonders lange. Ich meine, ich bin eine Frau. Ich schaffe es sogar, die kompletten 14 Sekunden durchgehend zu reden und euch dabei nicht zu langweilen. Ja, und schon sind nur noch 2 Sekunden übrig. Das Ganze ist zu Ende. So, Bau ist abgeschlossen. Zack. Erstmal raus. Hier auch raus. So. Dann können wir das jetzt endlich machen. Missionsstart. Aber wir müssen hier immer noch... Was ist denn das für eine Mission? Kann ich die alle dahin schicken? Oder sollte ich lieber nicht alle dahin schicken? Ich weiß es nicht. Betreibt Salzhandel. Äußerst penibel und gut mit Zahlen. Das ist schon mal gut. Immer positiv. Dunkelheit, legendärer Schwertkämpfer. Okay, ist auf deinen... Ja, wenn er sich einfügen will, ist das doch ideal. Okay, Rechtsklick. 42%. Anpassung. Ich kann aber... Achso, ich kann nur 2. Okay, verstehe. Automatische Information. Keine Ahnung. Anpassung. Bei der aktuellen Mission beträgt die maximale Anpassungsrate 150%. Je höher die Anpassungsrate, desto höher ist die Chance auf hochstufige Belohnungen. Ich habe ja gesagt, das wird alles noch kompliziert werden wahrscheinlich. Okay. Verfügbar, nachdem ein Becher rum erforscht ist. Okay, wir starten mal einfach eine Mission. Keine Ahnung. Wir machen es mal so. Weniger als eine... Minute. Dann schauen wir doch nochmal. Kann ich jetzt hier schon mal was erforschen? Noch nicht. Oder, sind die verfügbaren... Moment, hier ist noch was. Station. Achso, das ist hier... Oh, Mission abgeschlossen. Achso. Missionsergebnisse. Ein Kinderspiel. Rang A erreichen. Okay. Normale Missionen werden jeden Tag um 11 Uhr aktualisiert. Das heißt, ja, wir haben jetzt 12 Uhr. Eigentlich dürfte ich das hier... Ah, nee, verbleibende Zeit 2 Stunden. Kann man das trotzdem machen? Doch, wir können das trotzdem machen. Okay. Automatische Formation. Ja, genau, mit meinem zweiten, das ist okay. Machen wir mal Missionsstart. Zack. Dauert jetzt 2 Stunden. Keine Ahnung. Wir lassen das jetzt erstmal durchlaufen. Ist ja jetzt nur unser zweites Kaninchen, wollte ich gerade sagen, was jetzt damit geht. So. Als nächstes kann ich euch etwas über die Händler erzählen. Ja, bitte. Was ist ein Händler? Was für eine blöde Frage. Es ist wie folgt. Händler besuchen verschiedene Kontinente und gehen Verträge mit diversen Lords ein. Je höher eure Rufstufe durch Abenteurer steigt, desto mehr Händler werden euch einen Vertrag anbieten. Ihr könnt sowohl Materialien, die in einer Werkstatt hergestellt wurden, als auch durch Expeditionen erlangte Gegenstände bei berühmten Händlern eintauschen und so verschiedene Vorzüge erlangen. Händler können diesen Hafen besuchen, wenn ihr einen Vertrag mit einer Handelsgilde unterzeichnet und ihnen eine Handelserlaubnis ausstellt. Möchtet ihr sie jetzt besuchen? Ja, klar, wieso nicht? Da ist ein rotes Haus. Was ist denn das? Post? Das ist aber die normale Post, nehme ich an. Wurde an mein Postfach gesendet. Habe ich aber schon abgeholt. Wöchentliche habe ich auch abgeholt.
Okay, also das ist auf jeden Fall der normale Postbote. Das ist ein Markthändler. Mal gucken. Was? Kampfstufe 30. Okay. Steuerung 1 Labor müssen wir erstmal wieder machen. Beende die Erforschung. Ah ja. Das muss man erforschen. Ich dachte nur unterschreiben. Okay. Ja, sind auch wieder 14 Sekunden. Lassen wir natürlich auch erstmal weiterlaufen. Also erfahrungsgemäß mit diesem einen Zombie-Spiel, was ich damals gespielt habe, sollte man nämlich so Zeitverkürzungen immer definitiv aufbewahren für den Zeitpunkt, wo die Sachen länger dauern. Da kommt der Händler. Die Händler führen ganz besondere Waren mit sich. Um mit ihnen zu handeln, musst du einen Vertrag mit ihnen abschließen. Händler, die Verträge mit dir haben, werden regelmäßig deine Festung aufsuchen. Yeah. Dann können wir hier raus. Kaufe von dem Händler am Hafen. Achso, leuchtende Zagoras-Kristalle. Das heißt, wir müssen erstmal wieder da unten hin. Das ist so toll und das sieht so schön aus und das ist so riesig. Hilfe. So, Moment. Warnhändler. Ja. Möge Regulus über den Engel wachen, der das Heiligtum beschützt hat. Im Besitz 100. Okay. Du hast Zagoruskristalle erhalten. Ach so, sind die hier links. Okay, dann gehen wir hier mal einmal zurückkehren. Stimmt gar nicht. Gute Arbeit. Ich begleite euch zum Anwesen. Es gibt ein paar Dinge, über die ihr euch in Bezug auf das Anwesen im Klaren sein müsst. Und die ich euch auf dem Weg dorthin erklären werde. Ich habe ein Spezialgerät hergestellt, mit dem alten Band, den Nahun damals zurückgelassen hat. Okay. Kommt die nicht mit? Händler bricht auf in... Das Anwesen bietet viele vorteilhafte Gebietseffekte innerhalb der Festung. Wählt es weise aus. Verstärkst du die Form und die Einrichtungseffekte deiner Festung? Okay, wie mache ich das? Effektplatz? Keine Ahnung. Forschung, Entwicklung, was? Zugänglich für Labore der Stufe 3. Der Stufe 4. Der Stufe 6. Und der Stufe 7. Was für ein Wunder, es geht immer weiter hoch. Ich habe aber jetzt keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Wähle einen Runenplatz auf, um eine Liste verfügbarer Effekte anzuzeigen. Ja, wir haben ja gar keine. Ihr könnt euer Anwesen auch über den Band verwalten. Die Benutzung ist kinderleicht. Legt den Effekt an, den ihr gerne im Anlegenplatz sehen möchtet. Der gewählte Effekt hält an, bis ihr ihn entfernt. Wichtig ist, dass ihr sorgfältig erforscht, welche Effekte für eure Festung notwendig sind und diese entsprechend anlegt. Wir sollten sie gemeinsam erforschen. Ja, das finde ich gut. Vielen Dank. Ich werde mir Mühe geben, euch stets eine Hilfe zu sein, Lordschaft. Ich habe euch nun beinahe alles erzählt, was ihr wissen müsst, Lordschaft. Möchtet ihr zuletzt vielleicht das Labor hochstufen? Kann ich das denn? Seine Stufe zu erhöhen, wird euch gestatten, zusätzliche Forschungen durchzuführen. Natürlich können wir dann auch mehr arbeiten. Klar. Einmal auswählen. Das Labor. Laborstufe 2. Oh, kostet schon ein bisschen mehr, ne? Und damit meine ich nicht hier 3000 Silber, sondern damit meine ich auch, ja,
das Holz und ich glaube Stein oder was das waren. Was aber nicht so schlimm ist. Ich hoffe, dass wir das dann noch irgendwo als Belohnung mal zwischendurch bekommen. Ich meine, ich würde zwar gerne noch so ein bisschen die Sachen grinden, aber ich weiß halt nicht, wann ich dazu komme. Baue das Labor aus. So, Anwesenheit Stufe 2. Möchte ich gerne machen, aber ich werde erstmal eben mit ihr sprechen. Ist sie noch da? Ah, doch. Oh, habe ich etwas zu schnell erklärt? Dank deiner Erklärung habe ich alles verstanden. Denke ich. Was für eine Erleichterung. Das liegt nur an eurer raschen Auffassungsgabe, Lordschaft. Nichtsdestotrotz ist hiermit die offizielle Einführung abgeschlossen. Offizielle Einführung? Ja, allerdings wäre da noch ein inoffizieller Punkt auf der Tagesordnung übrig. Ich weiß, ihr seid eine vielbeschäftigte Person, Lordschaft. Solltet ihr das Lied der Flucht ausführen, würde ich das natürlich verstehen. Natürlich, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich hoffe, die meinen jetzt nicht das mit dem Lied der Flucht. Oh, hab Dank. Es gibt Neuigkeiten, dass ein angesehener Gast aus Burg Lutera uns bald besuchen wird. Die Bewohner der Festung bereiten sich bereits auf den Empfang vor. Glückwunsch von seiner Majestät. Hallo? Ah, König! Die Leute sind offenbar guter Dinge. Ich wusste, dass du ein geborener Anführer bist. Ach, die haben nur Essen. Terra hat für dich und deine Untergebenen ein Geschenk vorbereitet. Lasst uns essen, trinken und feiern. Das klingt doch gut. Glückwunsch von seiner Majestät höchst selbst. Diesem Ort steht eine glänzende Zukunft bevor. Heute hat sich viel ereignet und ich danke euch für eure Geduld und euer Verständnis. Aber nein, ich bin die Person, die dankbar sein sollte. Ihr seid wirklich würdig, in die Geschichte Luteras einzugehen. Ich war neugierig darauf, euch einmal persönlich zu treffen. Ich konnte euch heute dabei beobachten, wie ihr schwer dafür gearbeitet habt, um euch mit der Festung vertraut zu machen. Wahrhaftig, es ist eine Ehre, euch dienen zu dürfen, Lordschaft. Ich, Adeline, werde mein Bestes geben, um euch zu helfen, selbst wenn das nur ein kleiner Beitrag sein dürfte, Lordschaft. Ich bin in deiner Obhut. Ja, auch ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Lordschaft. Mein Gesicht ist knallrot, das liegt vielleicht am Wein. Ich werde als euer Butler mein Bestes für die Zukunft von Gameplayerin geben. Ich hätte einen anderen Namen wählen sollen. Den Ort, den ihr so wundervoll aufgebaut habt, Lordschaft. Oh mein Gott, das waren jetzt so viele Eindrücke. Und ich musste es tatsächlich in zwei verschiedenen Folgen machen, weil es einfach so überwältigend viel war. Ja, dann würde ich sagen, Moment, Werkstatt... Steht nicht drin. Verbrauchte Zeit 0,5%. Achso, doch, beides ist 12 Stunden, wenn ich das richtig sehe. Aktionsenergieverringerung, mehr Wohlergehen. Brauchen dringend Urlaub. Gut ausgerührt führen sie ihre Aufgaben effektiver aus. Erforschung Laborstufe 2. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Festungsstufe, achso, Festungsstufe 5. Achso, haben wir doch. Erreichen. Laborstufe 2 haben wir auch. Dann würde ich sagen, machen wir das mal als erstes, weil das dauert 8 Stunden. Es läuft halt nicht so schnell, so lange wie die anderen. Jetzt schauen wir mal eben Zeitverkürzung. Verbleibende Anzahl 40. Würde ich gerne, ja. Was ich nicht verstehe, warum habe ich 40 von 40 und kann keine verwenden? Forschungsbeschleunigungschip ist das dann. Schauen wir doch mal eben. Oh Gott, was haben wir denn hier alles bekommen? Frachtwagen? Einige Materialien, um in der Festung einen Frachtwagen... Achso, aufzustellen, nicht herzustellen. Okay. Solider Tresor. Einen soliden Tresor aufzubauen, ist aufgrund der Verwendung von geöltem Holz feuchtigkeitsresistent. Einige Materialien in dieser Festung...
ein Holzfass aufzustellen. Der Hersteller arbeitete hart daran, um sicherzustellen, dass es nicht tropft. Ja. ein Holzstuhl, ein Bett, eine Hütte. Eine Hütte ist natürlich nicht schlecht, denke ich mal. Ein Bett. Wobei, eine Hütte, ich weiß ja nicht. Ich meine, wir haben ja so einen riesigen Palast. Das ist schon... Schreinerwerkzeugkasten. Ein Material, das zur Herstellung bestimmter Gebäude verwendet wird. Gegenstandsmenü öffnen. Achso, Steuerung und... Infos betrachten. Ja. Eintauschen, Festung, Monet. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das haben wir ja gekauft. Es wird durch das Satellit ein seltenes Juwel, das nur auf dem Gipfel... Ja, was uns, glaube ich, jetzt im Moment noch nicht viel bringt. Ich weiß es nicht. So, und hier Forschungsbeschleunigungschip. Oder brauchen wir da 40 von eventuell? Ich öffne das jetzt einfach mal. Drei öffnen. Ja. Zack. So. Die habe ich aber, so wie es aussieht, direkt im Menü drin. Dann probieren wir das jetzt einfach mal. Da ist nämlich jetzt noch eins drin. Jetzt abschließen, Zeitverkürzung. Ah, okay, Zeitverkürzung. Drei kann ich machen und 40 brauche ich, so wie ich das... Ich mache mal eine, mal gucken, was dann dabei rauskommt. Wir haben jetzt etwas unter 8 Stunden. Okay, dann ist das tatsächlich immer jeweils eine Stunde. Na gut. Dann machen wir die zwei jetzt auch noch. Dann kann ich nachher nochmal reingehen. Also das werde ich dann wahrscheinlich nicht immer alles aufnehmen, sondern ich werde dann zwischendurch immer mal wieder reingehen. Anwendungs... Das können wir jetzt natürlich nicht machen, weil wir nicht gleichzeitig zwei machen können. Dann müssen wir darauf warten. Ich denke mal, es wird aber später noch eine Möglichkeit geben, dass wir... Können wir das jetzt abschließen? Ach, okay, dann müssen wir was von diesen Steinen... Nee, das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Das kann man vielleicht mal machen, wenn man später ganz, ganz lange was erforscht, aber bestimmt nicht am Anfang. Gut. Können wir denn noch gleichzeitig irgendwas anderes hier machen? Das können wir... Ah, nee, das ist ja herstellen. Wobei, wir haben hier noch nicht geguckt. Gebäude, Rebenzaun... Rebenzaun, Rebensäule, Rebentür. Okay. Mich würde jetzt mal interessieren, ob es dafür eventuell eine Errungenschaft gibt, wenn man sowas macht. Ich stelle mal einfach spaßeshalber eins her. So. Achso, der braucht eine halbe Stunde. Okay. Werkzeuge haben wir keine. Bauernhof. Wochen haben wir soweit auch keins. Ja, lassen wir das jetzt erstmal durchlaufen. Trainingscamp. Ist gar nichts drin. Wissen ist auch nichts drin. Ist nichts unmöglich. Achso, wenn das abgeschlossen ist, können wir das erstmal... Ah, okay. Okay, okay. Dann haben wir ja sonst eigentlich nichts mehr, was wir jetzt hier machen können. Anwesen, was war das nochmal? Achso, da können wir uns... Da können wir jetzt aber wieder nichts anklicken, ne? Station. Ah, das ist die Sache. Genau. Wir können aber noch eine zweite machen, so wie es aussieht. Automatische Formation. Da haben wir aber nur 3%. Ja, das bringt uns nicht wirklich was. Dann lassen wir das soweit mal offen. Und hier können wir quasi zumindest nichts machen, was jetzt irgendwie so vorgegeben ist. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen, wie gesagt, überwältigt und überfordert und überhaupt. Würde aber sagen, wir haben jetzt soweit alles schon mal gesehen. Außer, was das hier ist. Ach so, das ist der Felix. Ein wundersames Abenteuer. Wunderbares Abenteuer. Da könnten wir eventuell dann auch noch mal eine Quest holen. Aber das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Und ja, ich hoffe, dass ich bis dahin ja auch mal ein bisschen Überblick bekommen habe und das ein bisschen besser verstanden habe. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.